Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von IDs Spielekiste. Heute testen wir die App Kleine Feuerwehr. Mal sehen, ob wir hier mit dieser App ein wenig Spaß haben können. So, das scheint unsere Feuerwache zu sein. Schauen wir mal, was wir tun müssen, um hier helfen zu können. Hallo. Okay. Aha, die Dame sucht ihr Megafon. Gut, da wird uns schon mal geholfen, da drüben ist es. Bitteschön. Ach, wie sie sich freut. So, du suchst schon wieder was? Eine Werkzeugkiste. Aha, man kann... Ah, mit Ziehen wechselt man zwischen den Räumen. Da hast du deine Werkzeugkiste. Bitteschön. Oh, das Telefon läutet. Ein Einsatz. Dann alarmieren wir doch mal alle, damit sie auch zum Auto runterkommen und losfahren können. Unser erster Einsatz. Los geht's mit Blaulicht. Bin schon gespannt, was los ist. Ab durch die Pfütze. Ach, da sind wir schon. Ein Haus brennt, ein Haus brennt. So. Ah, okay. Wir müssen hier mal das Feuer löschen. Klingt logisch. Wassermarsch. Ha, juhu, gut gemacht, Leute. Alle freuen sich. Starten wir die App mal neu. Das war jetzt ein eher kurzer Ausflug. Ah, aber jetzt gehen wir doch mal in diese für Eltern. Gib uns 5 Sterne, ne? Das ist ein bisschen früh. Hol dir den Newsletter. Auch nicht. Nö. Danke, da machen wir momentan nichts davon. Schauen wir mal bei den Einstellungen rein. Haha, hier können wir schon mal die Werbevideos ausschalten, das machen wir gleich mal. Vielleicht stürzt die App dann auch beim nächsten Mal nicht ab. So, los geht's. Der erste Einsatz ist ja geschafft. Dann schauen wir mal. Unsere Freundin hier sucht wieder ein paar Sachen. Eine Taschenlampe, wo könnte sich die verstecken? Nein, auch nicht. Ja, auch nicht. Vielleicht hier drinnen? Nein. Da vielleicht. Wo habt ihr eure Taschenlampe hingelegt? Vielleicht in der Küche. Ich wüsste zwar nicht, was sie da verloren hat, aber ihr kennt das ja alle. Man sollte lieber überall nachschauen. Nein, da ist sie auch nicht. Okay, da unten kann ich noch nicht hin. Wo kann nur die Taschenlampe sein? Wir haben schon wieder einen Einsatz. Das geht natürlich vor. Alle Mann, ab zum Auto. Und die Frau natürlich auch. Du auch, komm. Los geht die Fahrt wieder. Was ist hier? Hier sehe ich aber gar nichts, dass was brennt. Ach nee, hier fahren wir eh vorbei. Hier vielleicht? Nein. Eine Katze ist auf dem Baum, die kommt nicht mehr runter.
Mietz, Mietz, Mietz. Keine Angst, wir kommen. Wir fahren mal die Leiter aus. Ha. Geschafft! Die Katze ist gerettet. Juhu! Gut gemacht, Leute. So, aber wir waren doch noch auf der Suche. Moment. Nach der Taschenlampe. Wo könnte nur die Taschenlampe sein? Was sucht sie jetzt? Eine Uhr? Oh, ich habe aber auch keine Uhr gesehen. Schon wieder ein Einsatz. Alle Mann, ab zum Auto. Ey, die Katze wohnt jetzt bei mir, oder wie? Das ist mal ein eingängiger Sound. Na, was wird denn diesmal los sein? Oh, was ist denn da oben? Ein Komet? Es brennt, es brennt, es brennt. Schnell rauf mit dir auf die Leiter. Pack den Schlauch aus. Los geht's. Wassermarsch. Nicht so hysterisch, Chefe. Wir löschen schon. Ha, spitze gemacht. Und wieder dasselbe, das hatten wir doch vorher schon. Einen Versuch starten wir noch. Gib uns 5 Sterne. Naja, sorry, aber so oft wie das jetzt abgestürzt ist bis jetzt, ist da keine 5 Sterne im Moment. So. Dann gucken wir mal. Dich kitzeln wir ein bisschen, dich auch. So, was suchst du diesmal? Ein Funkgerät. Vielleicht hier irgendwo im Schrank. Nein. Da in den Schränken. Da ist ein Fuchs. Okay. Nein, hier auch nirgends. Wo könnte nur das Funkgerät sein? Vielleicht hat schon wer eingepackt. Auch nicht. Hier nicht. Hm. Wisst ihr, wo das Funkgerät sein könnte? Hm. Ein Klo? Nee, da ist eine Quietscheente. Da oben kann man nichts aufmachen. Schauen wir doch nochmal in der... Ach, hier liegt es doch! Geschafft. So. Was suchst du diesmal? Eine Baseballmütze. Seht ihr irgendwo die Baseballmütze? Wir wieder die Schränke auf überall. Nee, da ist nur Essen. Mensch, schon wieder ein Einsatz. Ich suche doch gerade die Baseballmütze. Auf geht's wieder. Sind wir mal gespannt, was es diesmal zu tun gibt für uns. Diesmal regnet es beim Hinfahren. Aufpassen!
über Stock und über Steine, aber bricht dir nicht die Beine. Liegt da oben ein Satellit? Ach, es brennt wieder. Rauf mit dir auf die Leiter und los geht's wieder zum Löschen. Da drüben auch. Jawohl, geschafft. So, jetzt hoffe ich mal, dass diesmal nicht wieder gleich die App abstürzt. Nein, wir haben es wieder geschafft. So, du suchst die Axt. Die habe ich gerade schon in der Küche liegen gesehen. Was suchst du? Ein Kätzchen? Das sitzt doch da oben. Gut gemacht. Du suchst schon wieder was? Pass doch mal besser auf deine Freunde auf. Habt ihr wohl einen kleinen Fuchs gesehen? Der war doch letztens hier im Schrank drinnen, oder? Aha, da ist er. Ist es jetzt eine Frau oder ein Mann? Egal, freut sich auf jeden Fall. Du suchst die Werkzeugkiste? Aber das Telefon läutet doch. Wir müssen wieder zum Einsatz. Das hat Vorrang. Die Werkzeugkiste können wir später noch suchen. Auf geht's. Ab ins Auto, Leute. Los geht's wieder. Durch die Blätter. Aha, wenn man da drauf drückt, geht's schneller. Und die Sirene geht an. Halt dich gut fest. Ach, eine Katze ist wieder auf dem Dach. Ich fahr schon mal die Leiter raus. Nicht springen, warte noch. Ja, jetzt kannst du springen, komm. Super. So, was möchtest du? Du suchst einen Besen. Schauen wir wieder alle Schränke durch. Da ist die Werkzeugkiste, die haben wir doch vorhin gesucht. Aber jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt aber noch ganz kurz nach dem Besen suchen. Da oben ist er. Ich habe ihn gefunden. So, und jetzt schauen wir, was es wieder für einen Einsatz gibt. Los geht's, Leute, lauf doch nicht so hysterisch rum. Ab zum Auto. Tatü, tata. Jetzt wissen wir, wenn wir da drauf drücken, geht's schneller. Ah, mit Vollgas zum Einsatz. So, raus mit dem Schlauch und los geht's. Hier oben auch noch. Und wieder zurück zur Zentrale, ohne Absturz diesmal. So, was suchst du? Den Kochtopf, der steht doch gleich neben dir, du Schussel. Du suchst wieder deine Werkzeugkiste, die habe ich jetzt gerade zufällig gesehen. Da haben wir sie. Alle suchen hier was, passt doch mal auf eure Sachen. Ein Handschuh. Kinder, hat von euch wer wohl einen Handschuh gesehen? Was macht die Bratpfanne im Büro?
Hier auch nicht. Ihr habt doch alle Handschuhe an. Mit dir? Wo könnte sich der Handschuh verstecken? Ich glaube, man kann noch irgendwo reinschauen, was mir noch nicht aufgefallen ist. Vielleicht im Ofen. Aber nicht wirklich. Was macht denn der Handschuh im Ofen? Leute. Die Bratpfanne? Die haben wir doch vorhin im Büro gesehen. Geh mal auf die Seite. Da ist sie doch. Also wirklich, Leute. Passt doch ein bisschen besser auf, wo ihr eure Sachen hinlegt. Du suchst die Kettensäge, die haben wir dort unten. Und dann fahren wir zum nächsten Einsatz. Ach so, ja, ich muss ja die Leute, die laufen mir wieder so verschusselt rum. Ab mit euch zum Auto. Ich finde es süß, wenn da hinten immer der Chef dran hängt. Los geht's. Was ist diesmal wieder ein Kätzchen? Ein Kätzchen. Ich fahre schon mal die Leiter hoch. Kätzchen, bleib oben. Warte, gleich ist jemand da. So, was suchst du diesmal? Das ist eine Bergeschere. Da liegt sie doch. Damit kann man kaputte Autos aufschneiden und aufspreizen, um die Leute zu retten. Schon wieder ein Einsatz? Das ging diesmal schnell. Und ab geht die Post mit vollem Karacho Richtung Einsatz. Und wieder ein Feuer, ich fahre die Leiter aus. Komm, kletter hoch, raus mit dem Schlauch. Wassermarsch! Da könnt ihr euch freuen, das haben wir wieder gut gemacht. So, du brauchst auch wieder eine Hilfe? Du suchst deine Schaufel. Kinder, hat wer die Schaufel gesehen? Da nicht, da auch nicht. Ach, da oben, seht ihr sie? Da oben liegt sie. Du suchst den Teddybären, den habe ich ja da gerade schon gefunden. Ach, das war jetzt wenigstens mal einfach zum Helfen. Ein Saurier, der steht doch auf dem Küchentisch. Ihr müsst echt ein bisschen besser aufpassen, wo ihr eure Sachen so hinlegt. Und das Schaf, das ist da unten im Schrank. Geh mal auf die Seite. Ich habe alle fünf. Ich habe mein erstes Abzeichen. Ich habe ein bronzenes Abzeichen. Und einen bronzenen Helm. Puh, jetzt aber schnell ans Telefon. Es gibt wieder irgendwo Tiere zu retten, Feuer zu löschen. Auf jeden Fall geht es ab in den Einsatz. Eine Katze? Da auf dem Baum ist schon wieder eine Katze. Und raus mit der Leiter.
Komm, geh nach vorne. Mit. Jawohl, gerettet. Das war wieder ein erfolgreicher Einsatz. So, also ich denke mal, man kann mit diesem Spiel auf jeden Fall jede Menge Spaß haben. Ich würde mal sagen, für Kinder so im Bereich 4 Jahre, ja, so ungefähr 4 bis 5 Jahre kann man hier auf jeden Fall Spaß haben. Es ist nicht allzu schwierig, man versteht, was man machen muss und es ist sehr nett animiert. Die Leute hier sehen alle sehr nett aus, es ist alles süß gezeichnet. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, sind diese Abstürze, die wir hatten. Aber ich hoffe mal, das liegt daran, dass ich hier mit dieses Spiel am Computer spiele, statt am Tablet oder am Handy. Und vielleicht liegt es eben daran. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall einen Versuch wert und ein netter Zeitvertreib. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Eidis Spielekiste wird geöffnet und ein neues Spiel getestet. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, welche Spiele ihr gerne ausprobieren würdet, welche ich euch vorstellen soll, lasst es mich über die Kommentare wissen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.